Heute Abend möchte ich uns alle einladen, mit mir zusammen einige Jahrtausende zurückzugehen. Noch lange bevor ein Film namens Krieg der Sterne überhaupt existierte, noch lange bevor das Regiebuch existierte, noch lange bevor der Filmemacher George Lucas die Medienwelt beeindruckt hat mit seiner intergalaktischen Science-Fiction-Trilogie Star Wars. Krieg der Sterne. Dieser Film eroberte die Kinos seit weit über 20 Jahren. Und man ist gar nicht so sicher, wann irgendwann ein Ende abzusehen sein scheint von diesem Thema, das hier irgendwie genial vermarktet wurde. Nämlich ein Kampf zwischen Gut und Böse. Titel wie Das Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter, Angriff der Zyklonen, die sind heute Teil von Filmen, Computerspielen in fast jedem Kinderzimmer präsent. Wir werden heute in die Zeit zurückgehen, lange bevor Luke Skywalker seinen Kampf aufnahm für das Gute. Eine Zeit, lange bevor hier mit Laserschwertern ein fiktiver Kampf gekämpft wurde zwischen Gut und Böse. Lange bevor es noch einen Darth Vader gab und noch lange bevor hier künstlich gestellte, eintrainierte Kämpfe mit irgendwelchen gelben und orangenen Laserschwertern geführt wurden. Und lange bevor die Filmemacher aus Hollywood an dieser Geschichte ein Milliardengeschäft durch eine brillante Idee umgesetzt haben. Nämlich, indem sie das Thema verfilmten, das das Bewusstsein und das Interesse aller Menschen anspricht. Es gibt kaum ein Thema, das heute mehr präsent ist in den Medienfilmen, in den Kinos, in den Romanen, als dieses Thema. Nämlich der Kampf zwischen den Mächten von Gut und Böse. Lichtfinsternis und wie vorhin gesagt wurde, zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Liebe und Hass. Heute Abend werden wir uns aus dem Reich der Science Fiction wegbewegen in die Realität. Petrus sagt im zweiten Brief, den er schrieb an die zerstreuten Christen, er sagt in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16, sagt er, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und die Herrlichkeit seiner Gegenwart. So in etwa heißt es. Das könnt ihr nachprüfen. Das heißt, Petrus möchte deutlich machen, das, was wir euch schreiben in dem Wort Gottes, im prophetischen Wort, sind nicht irgendwelche Märchen und nicht irgendwelche fiktiven, erdachten Romane. Und dann ergänzt er, wir haben den Text ja schon mal gehabt in diesen Abenden, in Vers 19, drei Verse weiter, das ist eine zusammenhängende Sache mit diesen Fabeln und Märchen, sagt er, umso fester, das heißt umso mehr, umso sicherer, umso unbeweglicher als diese Märchen und fiktiven Romane, die es schon damals gab, haben wir das prophetische Wort. Und wir wollen heute Abend dieses Wort konsultieren, um die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit über diesen Kampf. Und wir wollen raustreten aus dem Reich der Science Fiction und einen Blick in die wahrhaften, dunklen und kosmischen und intergalaktischen Kämpfe und Kampf werfen, der real ist und der bis heute anhält. Ja, ich wage zu behaupten, bis heute Abend hier in diesem Raum. Denn während wir hier sitzen und heute dieses Thema anschauen werden, werden wir, ohne dass wir es sehen, dürfen wir wissen, dass gefallene Engel beauftragt werden von ihrem Führer, von ihrem Darth Vader, von ihrem dunklen Vater, beauftragt werden, in uns Widerstände zu erregen, damit wir dieses Thema abtun in den Bereich der Science Fiction. Und dass wir Science Fiction uns als unsere Lebenswahrheit nehmen und diesem Bild folgen.
Aber genauso werden Engel von Gott heute Abend dafür sorgen, dass jeder, der die Wahrheit hören will und sie annehmen will, verstehen wird. Diese Verheißung haben wir. Das Buch der Offenbarung offenbart diese Auseinandersetzung von Engeln zwischen Gut und Böse. Wir schlagen die Offenbarung heute Abend auf, die Offenbarung von Johannes. Stimmt das? Steht das nicht in der Bibel? Die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht von Johannes. Es ist die Offenbarung von Jesus und die Offenbarung offenbart Jesus selbst. Und wir werden dieses Buch heute Abend wieder aufschlagen und werden uns schauen, was dieses Buch uns sagt über diesen Kampf, der in Realität stattgefunden hat, ja, noch heute stattfindet. Gehen wir zurück in diese Zeit, nun heute Abend, die gerade eben angesprochen wurde. Das Buch der Offenbarung sagt uns, dass vor längerer Zeit im Himmel ein Krieg ausbrach. Krieg ist nichts Besonderes mehr für uns. Das Wort berührt uns nicht mal mehr wirklich, das Wort Krieg, oder? Wir sind doch schon so abgestumpft durch die Medien, durch die Tagesthemen und all das, was wir heute sehen, dass wenn wir hören Krieg, dann geht es ja fast an uns vorbei, weil alles, was wir heute sehen in den Medien, hat mit Krieg zu tun, fast alles. Ich möchte nicht übertreiben. Aber es ist allgegenwärtig Krieg. Bis hinein in die Heime, in die Ehen. Krieg in jeder Form, in jeder Gestalt. Deswegen erschüttert uns das vielleicht nicht näher, dass in der Offenbarung von einem Krieg gesprochen wird. Aber dieser Krieg ist ein ganz anderer Krieg. Das ist der Keim und die Wurzel jedes Krieges, der heute auf diesem Planeten gekämpft und ausgefochten wird. Und deswegen ist es gut, diesen Krieg näher zu betrachten. Schauen wir hinein in die Offenbarung, in das 12. Kapitel. Und da heißt es hier ab Vers 7, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und hier in diesem Kampf wird beschrieben, dass es hier auch ein Ergebnis gibt. Da heißt es, und sie siegten nicht, nämlich der Drache und seine Engel. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und dann geht es weiter in Vers 9 und es heißt, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, und jetzt wird uns aufgelöst, von wem die Bibel spricht, wenn sie vom Drachen spricht. Das ist kein mythologisches Tierchen mit feuerspuckendem Kopf und mit Flügeln und einem langen Schwanz. In der Bibel wird uns offenbart, dass der Drache ein reales Wesen ist, der genannt wird Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und ich betone hier ganz bewusst dieses Wort, die ganze Welt. Und es gibt kaum ein Thema, an dem Menschen mehr verführt werden, als dieses Thema, was wir heute Abend anschauen werden. Und dann heißt es hier weiter, und er wurde, Satan, der Teufel, der Drache, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. In ganz kurzer zusammengefasst sehen wir, dass dieser Text etwas umreißt. Nämlich einen Krieg im Himmel, in dem Engel in dem Kampf involviert sind. Da geht es nicht um Kalaschnikows und irgendwelche B-52-Bomben oder wie sie alle heißen, ich bin kein Militärfachmann. Da geht es um einen Kampf, nicht mit Laserschwertern, da geht es um einen kosmischen Konflikt. Mit Waffen, die noch tödlicher sind als jede Rakete. Mit Waffen, die wir uns kaum zu erträumen wagen von ihrer Gefährlichkeit. Nämlich, wo es um Wahrheit und Lüge geht. Einen Kampf zwischen Christus und Satan im Himmel. Und die Bibel sagt, dass Satan in diesem Kampf verliert. Und manchmal erleben wir auch einen Kampf der Technik, gegen den wir kämpfen müssen. Aber wir werden hier weiterschauen. Die Folge, sagt uns der Text, Satan und seine Engel werden hinausgeworfen aus dem Himmel. Wohin? Auf die Erde. Der Ort, wo wir hier uns befinden. Das ist wichtig zu wissen. Die Frage, die jetzt uns wichtig erscheint, ist nicht einfach nur von irgendwoher, sondern sie ist wichtig.
warum entstand ein Krieg im Himmel? Denn wir haben normalerweise vom Himmel das Konzept, dass das der Ort ist, wo Menschen oder Engel auf den Wolken sitzen mit Harfen in der Hand, stimmt's? Das ist das Bild, das wir vom Himmel haben. Und wir können uns kaum vorstellen, dass im Himmel irgendwo ein Kampf existieren könnte. Aber schauen wir mal an, was der Grund ist, warum dieser Krieg im Himmel tatsächlich geschah. Gehen wir mal in die Texte, die diese Frage beantworten und auch deutlich machen, woher dieser Drache kommt. Denn wir können uns alles vorstellen im Himmel, aber nur kein Drachen. Drachen gehören in die Mythologie, in die Ritterzeit, in das Mittelalter. Drachen sind irgendwas Finsteres, aber doch nicht im Himmel. Schauen wir uns das an, was hier wirklich in der Bibel steht. Die Bibel offenbart uns, in zwei Kapiteln gibt sie uns Anhaltspunkte, wo biblische Propheten uns Einblick geben in die Geschichte, bevor die Welt existierte. Wir wissen, dass die Welt nicht ewig existierte und wir wissen auch, wir werden aber dazu noch kommen, näher, dass die Welt auch nicht irgendwo vor vielen Millionen Jahren entstanden ist. Anhand der biblischen Dokumente und anhand archäologischer neu entdeckter Fakten, zum Beispiel durch Leute wie Siegfried Scheere und andere Kapazitäten, die als Kreationisten genauso Wissenschaftler sind, aber uns heute zeigen, dass die Welt sehr, sehr jung ist. Also die Welt mit etwa 6000 Jahren Alter war noch nicht da, als das geschah, worin uns der Prophet Hesekiel hineinführt. Und lesen wir mal in Hesekiel Kapitel 28. Und da heißt es, so spricht Gott, der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit über die Maßen schön. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Also ein Cherub ist ein Engel, eine Engelsform. In der Bibel wird uns ja berichtet von verschiedenen Engeln, von Cherubim, das ist das hebräische Plural, Cherubim und Seraphim. Das hat einfach nur die Bewandtnis, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben, sagt uns die Bibel im Himmel. Er war ein Engel hier mit dieser Aufgabe. Er war ein schirmender Cherub. Und interessanterweise werden wir sehen im Alten Testament, wenn wir ins Heiligtum schauen, in die Stiftshütte, dass es dort Engel gab, die etwas schirmten. Und dieses Wort, das dort im Hebräischen benutzt wird, meint einfach wachen, decken, zudecken. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Ein schirmender und ein glänzender Cherub. Und dann heißt es hier weiter, und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, mitten unter die feurigen Steine. Gingst du einher. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis in dir Missetat gefunden wurde. Ich möchte bitte darauf hinweisen, wenn Sie in Ihre Bibel schauen, da wird bei Ihnen stehen, an dir. Ist es ein kleines, unscheinbares Detail, dass im Hebräischen tatsächlich nicht steht, an dir Missetat gefunden wurde, sondern in dir. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal. Das heißt, in dir Missetat gefunden wurde. Hier lesen wir über ein Wesen, wenn wir das ganz kurz uns mal vor Augen halten, das beschrieben wird als ein glänzender und wachender, das ist das hebräische Wort für schirmend, ein wachender Cherub, ein Engel. In 1. Mose 3, Vers 24 wird uns auch darauf hingewiesen, was ein Cherub ist und welche Aufgabe er hat. Er hatte nämlich die Aufgabe, am Thron Gottes, bei Gott, das zu schirmen, was Gott in seinem Wesen eigentlich ausmachte. Und auf der Erde im irdischen Heiligtum war es die Bundeslade, die beschirmt wurde, worin die 10 Gebote waren. Das war eine ganz besondere Aufgabe für dieses Wesen. Es war ein gesalbter Engel, es war ein besonderer Engel, sagt uns die Bibel. Im jüdischen Tempel standen also zwei Cherubime gegenüber und sie hatten sich mit einem Flügel bedeckt ihr Angesicht in der Herrlichkeit Gottes, in seiner Gegenwart, und mit dem anderen Flügel bedeckten sie die Bundeslade. Und hier wird gesagt, eines Tages, irgendwann, begann etwas in ihm, nicht an ihm, sondern in ihm. Missetat ist ein altes Wort, das bei der Lutherbibel benutzt wird. In Wirklichkeit steht hier Unrecht.
bis Unrecht in dir gefunden wurde. Es heißt hier, dass er das Siegel der Vollkommenheit war, voller Weisheit, vollkommen in seiner Schönheit. Und das Bild, das in den feurigen Steinen gesagt würde, dass er wandelte unter den feurigen Steinen, meint einfach und deutet darauf hin, dass dieser Engel, diese Steine sind hier ein Symbol für die anderen Engel, dass er unter den anderen Engeln eine besondere Aufgabe hatte und in der nächsten Nähe Gottes sich aufhielt. Aber was geschah mit diesem Engel? Die Bibel gibt hier uns einige Hinweise. In Ezekiel 28, Vers 17 lesen wir weiter, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Hier dieser Glanz wird schon zum zweiten Mal erwähnt. Dieser Engel wurde eines Tages von seiner Schönheit und von seiner Pracht beeindruckt. Aber meistens ist es so, dass man das nur dann entdeckt, wie schön man ist, wenn man sich anfängt zu vergleichen. Jemand sagte mir mal, der Ursprung allen Übels liegt im Vergleich. Es gab irgendwann einen Zeitpunkt, als dieses Engelswesen angefangen hat, sich zu vergleichen mit anderen Engeln. Ja, und ich wage zu behaupten, sich selber verglich mit dem, der der erste unter allen Engeln war, Michael, der Engelsfürst. Der Erzengel wird er genannt. Und wir wissen aus der Bibel, wer Michael ist. Michael, im Hebräischen der Name für den, der wie Gott ist. Denn das ist der Name von Michael. Hebräisch heißt das, wer ist wie Gott? Michael. Und die Bibel gibt uns die Antwort darauf, wer wie Gott ist. Als Philippus sagte und die Frage stellte, nachdem Jesus sagte, ich werde noch eine kleine Zeit bei euch bleiben, dann werde ich zum Vater gehen. Und der Philippus fragte, Jesus, zeige uns, Herr, zeige uns den Vater. Was antwortete Jesus dann? So lange bin ich bei euch. Und du fragst mich, zeige mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Denn er hat an einer anderen Stelle gesagt, Jesus, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater, und wer den Vater sieht, sieht mich. Wir sind eine Einheit. Er fing an, sich zu vergleichen, dieses Wesen, in seiner wunderschönen Art, in der er gemacht wurde, als schirmender Lichtträger. Und dieses Wort Lichtträger, glänzender Engel, daher kommt dieser Name aus der lateinischen Bibel, wo hier steht, Luzi, das Wort für Licht, der Lichtstern, der leuchtende Stern. Es gibt in der Bibel nur zweimal die Stellen, wo ein Wesen Morgenstern oder leuchtender Stern genannt wird. Einmal in der Offenbarung für Jesus Christus und einmal in der Bibel für diesen Engel. Das macht uns deutlich, wie unglaublich schön und wie unglaublich hoch dieses Wesen an seiner Bedeutung und an seiner Verantwortung im Himmel diese Position inne gehabt haben muss. Aber was geschah dann mit diesem Engel? Die Bibel sagt, sein Herz erhob sich. Und die Folge war in Jesaja, dem Paralleltext eines anderen Propheten, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Und hier kommt das Wort Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Hier ist ein zweiter Anhaltspunkt in der Bibel, der uns etwas Aufschluss gibt über das, wer dieses Wesen ist und was dort wirklich geschah im Himmel. Es heißt hier, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Das heißt, zunächst mal hatte er das Ziel, seine Position noch weiter auszubauen. Aber das war ihm nicht genug. Die Bibel berichtet uns dann weiter, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Das ist auch der Ort, wo die Bibel uns berichtet, dass dort der Thron Gottes steht, im fernsten Norden. Also bitte nicht jetzt denken, hier im Norden, im Nordpol, irgendwo in der Arktis. Hier ist ein biblischer Begriff, der ein Symbol darstellt. Im fernsten Norden ist der Ort, der in der Bibel uns beschrieben ist, der Ort, von dem Christus aus regiert und richtet auf seinem Thron.
von dem Gott aus richtet. Dort ist der Ort, das ein Typus war für den Berg in Israel, auf dem der Tempel gebaut wurde und dann der Thron Gottes im Heiligtum eingerichtet wurde. Hier haben wir einen Typus für den Antitypus im Heiligtum in Israel. Darauf kommen wir noch im Detail. Und dann sagt er in Vers 14, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein, wem? Dem Allerhöchsten. Hier wird durch den Propheten die Gedanken aufgedeckt, die er in seinem Herzen hatte und plante und diesen Plan auch umsetzen wollte. Also, was Luzifer wirklich begehrte, dieses Engelwesen, waren folgende Dinge. Er wollte eine höhere Stellung. Er wollte einen Thron. Das heißt, wofür steht eigentlich der Thron? Das ist ja ein biblisches Bild. Der Thron bedeutet Herrschaft, Macht. Er wollte Macht über Gottes Macht. Und er wollte Vorherrschaft und Führungsstellung. Und diesen Plan verfolgte er akribisch. Und er wusste, er kann diesen Plan nur erreichen, wenn er einiges im Himmel verdreht. Wenn er einiges anders darstellt, als die Wirklichkeit und Realität uns deutlich macht. Nun, Johannes, derjenige, der die Offenbarung geschrieben hat, schrieb schon zuvor, bevor er auf der Insel Patmos war, folgenden Satz im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, die Liebe ist von Gott. Warum schauen wir uns diesen Text an? Das, was uns gerade eben die Bibel beschrieben hat, forderte Gott heraus. Es war ein direkter Angriff und eine Herausforderung an den Schöpfer selbst. Wie sollte er damit umgehen? Vielleicht können wir ein Fenster oder eine Tür aufmachen. Ich merke gerade, dass es hier sehr, sehr warm wird. Danke. Wie sollte Gott selber damit umgehen? Da ist ein Wesen, das er geschaffen hat und das er über viele, viele Verantwortungsbereiche gesetzt hat. Und jetzt will dieses Wesen selbst über die Schöpferposition seine Macht ausbauen. Was wäre denn wohl die richtige Reaktion? Wie sollte Gott jetzt mit dieser Herausforderung umgehen? Halten wir zunächst mal fest, dass hier am Anfang der Bibel bis zum Ende und überall durch die Bibel eine Aussage uns gesagt wird, nämlich, dass Gott Liebe ist. Ja, es ist, die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wie einfach wäre es gewesen an dieser Stelle, das ist der Kampf um die Konzentration. Gut, haben wir Luft? Gut, machen wir weiter. Hier in dieser Herausforderung, die Gott nun hineingestellt war, musste er irgendwie reagieren. Nur wie sollte er reagieren? Johannes zeigt uns, die Liebe ist von Gott und das ist das, wie er reagierte. Unfassbar. Und wenn wir zurückschauen und die Herausforderung uns wirklich bedenken, dann ist uns nicht wirklich bewusst, was eigentlich wirklich geschah in diesem Kampf und wodurch dieser Kampf eigentlich zu einem besonderen Kampf wird. Und dann heißt es hier in Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann heißt es in Vers 8, nochmal zurück, Gott ist Liebe. Johannes sagt uns, dass Gott Liebe ist. Wie sollte einer, der Schöpfer Gott, der in seinem ganzen Wesen Liebe ist, auf diese Herausforderung, auf diese Kampfansage eingehen? Denn die Grundlage seiner Regierung, Gottes Regierung, seiner Macht, ist genau das, dass er Liebe ist. Und in allem, wie er reagieren würde auf diese Kampfansage, müsste er sich an sein eigenes Wesen und sein Prinzip halten. Denn er kann nicht anders reagieren, als wie er wirklich ist. Und das macht diese Sache für uns besonders. Das löste etwas aus, das diesen Kampf über lange Jahrtausende erst möglich machte, dass er so lange gekämpft wird.
Halten wir mal gedanklich fest, dass Liebe die Grundlage ist, auf der sich Gottes Herrschaft stützt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir werden nämlich heute auch an die Frage kommen, warum? Das ist die häufigst gestellte Frage, wahrscheinlich auf diesem Planeten. Wenn wir mit Menschen in Gespräch kommen über die Existenz Gottes, und was ist oft das, was wir hören bei Menschen? Ja, wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Bosheit? Warum gibt es so viel Übel? Warum gibt es so viel Kampf? Warum gibt es so viel Terror? Warum, warum, warum? Wenn es doch Gott gibt, warum lässt er das zu? Warum, warum? Diese Frage hat schon viele Menschen dazu geführt, vielleicht auch als Alibi, nicht weiter nachdenken zu müssen darüber, wer Gott ist und was Gott von ihnen will. Die Frage ist eigentlich falsch gestellt, warum. Wir müssen viel weiter vorne anfangen mit der Frage, was wirklich geschah und wer Gott wirklich ist. Denn Gott ist der, der Liebe ist und alles, was er tut, alles, was er denkt, seine ganze Herrschaft und ja, seine ganze Allmacht, die er hat, stützt sich immer auf seine Liebe. Und deswegen war es für Gott eine geradezu größte Herausforderung, die ihr jemals gestellt war, mit diesem Engel jetzt umgehen zu müssen oder umgehen zu wollen, aus diesem Kontext. Denn dieser Engel blieb nicht lang der Engel, sagt uns die Bibel, sondern er löste mit diesem Streben, über Gott sein zu wollen, sich selber erhöhen zu wollen, sich in den Mittelpunkt zu setzen, einen Teufelskreis aus. Buchstäblich. Er löste eine Lawine aus, die er nicht mehr aufhalten konnte. Hesekiel 28 spricht davon, dass er etwas auslöste, was tatsächlich nicht mehr zurückzudrehen war. Nämlich die Sucht, die Gier nach mehr. Diese Gier, die wir vielleicht auch irgendwo in unserer Zivilisation vielleicht gut kennen. Vielleicht sogar in unserem eigenen Leben. Mehr, mehr. Luzifer hinterfragte Gottes Autorität. Er ging von einem Engel zum anderen und stellte nur diese Frage, ist denn Gott wirklich, wirklich? Meint er es wirklich gut mit uns? Er fing an mit einem teuflischen Plan, nämlich die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zu hinterfragen und seine Autorität. Und daraus kam die nächste Schlussfolgerung. Weil er sozusagen hier ihn hinterfragte in seiner Autorität, das er zuvor nie tat. Aber als er begann, seine Autorität zu hinterfragen, folgte zwangsläufig das, was daraus folgte. Nämlich, er sah plötzlich Gott als einen Rivalen. Und das ist das, was das Wort Satan heißt, übersetzt. Satan heißt Widersacher oder Feind oder ja, der Gegner, oder man kann es in verschiedene Formen übersetzen. Es war sein eigenes Konstrukt, das er losgelöst hatte, sein Kreislauf, den er in Gang gebracht hatte, dass Gott plötzlich zu seinem Feind wurde. Ein Feindbild, das kommen musste aufgrund dessen, dass er sich über Gott setzen wollte. Und deswegen hatte er diesen Plan, weil er wusste, dass er sein Schöpfer ist, ihn mit Tricks und mit Machenschaften dahin zu führen. Schauen wir nochmal in Hesekiel Kapitel 28. Da heißt es in Vers 7, darum, so spricht der Herr, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz. Und das ist das, was der Punkt ist. Er konnte nicht mehr zurück. Denn jetzt begann was in ihm, was befriedigt werden musste. Es entstand eine Sucht. Eine Sucht, sein Begierde zu befriedigen, nämlich an dem Punkt zu stehen, wo Gott in seiner Herrlichkeit durch Christus im Himmel regierte. Luzifer hinterfragte nicht nur seine Autorität, auch seine Rechtschaffenheit. Wir wissen das allein schon aus dem, was wir nachher sehen werden, wie er auch auf der Erde anfing, diesen Virus weiterzutragen. Er ging von Engel zu Engel, um ihnen einzureden, dass sie es eigentlich viel schöner haben könnten. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er von einem Engel zum anderen ging und ihm versuchte klarzumachen, dass sie eigentlich völlig eingesperrt sind. Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, was du hier alles nicht darfst?
Du darfst dieses nicht. Du darfst jenes nicht. Du darfst das nicht. Und du darfst jenes nicht. Wenn ihr mich als Führer annehmen würdet, dann würde ich euch alle Freiheit geben. Nämlich die Freiheit, die Gott euch vorenthält. Denn er möchte nicht, dass ihr so werdet wie er. Dass ihr die Freiheit bekommt, die er hat. Dieser Gedanke ist absurd für jeden, der Gott kennt. Aber wenn man ihn lang genug sich vorredet, wenn man sich lang genug damit beschäftigt, gibt es etwas, was wie ein Virus wirkt in uns. Und es wirkte auch in den Engeln. Denn die Bibel schreibt, dass Luzifer Erfolg hatte. Er riss ein Drittel der Engel mit sich. Er überzeugte oder er versuchte, ein Drittel zu überzeugen. Und jetzt die Frage, wie würde Gott jetzt auf das reagieren, dass jetzt plötzlich Gott sieht, dass er nicht nur sein Herz erhebt, denn es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass er Heilung hätte finden können von diesem Virus in seinem Herz. Sondern Gott sah jetzt, wie er den ganzen Himmel in Aufruhr führt und Geschöpfe, Engelwesen gegen Gott aufruhrt und versucht, eine Rebellion in Gang zu setzen. Was wäre die Lösung gewesen? Die einfachste Lösung, um mit Luzifer umzugehen. Er ist der Allmächtige. Er sieht, dass der Friede des Himmels in Gefahr ist. Er ist der Gerechte und wie wäre es doch einfach gewesen, Luzifer um die Ecke zu bringen. Einfach weg mit diesem Engel. Hätte das was geholfen, so wie zum Beispiel diesen Kriegsrebellen, so hieß es damals in der Zeitschrift, der einfach exekutiert wurde. Die Frage ist die, hätte Gott Luzifer exekutiert, wäre das Problem gelöst gewesen? Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind Bürgermeister in Waiblingen und plötzlich erfahren Sie, dass jemand in Ihrem Rathaus anfängt, gegen Sie Gerüchte zu verbreiten. Und Lügen. Und ihnen unterstellt, dass sie korrupt sind und Gelder veruntreuen. Und dass sie Fehlentscheidungen machen. Wie sollte sich wohl dieser Bürgermeister verhalten, wenn die Anklagen falsch wären? Nur einfach mal ein Gedankenspiel durchgeführt, jetzt mal in unserer Realität. Und ein Bürgermeister ist bei weitem nicht das, was Gott im Himmel repräsentiert. Was sollte der Bürgermeister machen? Wenn anfängt in seinem eigenen Umfeld im Rathaus wie eine Seuche ein Lügengeflecht um ihn sich bildet, was wäre das Einfachste, was er tun könnte? Er könnte versuchen, einfach diese Leute zu entlassen und sie zu ersetzen mit anderen Leuten. Er könnte, jetzt übertreibe ich bewusst, er könnte Sicherheitskräfte einsetzen. Und wenn wir die Sache ganz weiter spinnen, man könnte alles Mögliche unternehmen, um diese Leute aus seinem Weg zu bekommen. Was würde geschehen? Würde dadurch sein Ruf wieder der er vorher war? Gottes Antwort war die einzige Antwort auf die Rebellion Satans, die er wirklich zielführend umsetzen konnte. Seine Antwort war Liebe. Und das ist unfassbar. Denn er wusste ganz genau, ab diesem Moment, wo dieser Virus ins Universum kam, gab es nur noch eine Antwort. Liebe. Das ist etwas, worüber wir oft sprechen an einem Alltag, aber wir sind uns nicht dessen bewusst, was wirklich geschah in diesem Kampf und heute noch geschieht. Dieser Kampf, der heute real ist, der sich hineinzieht bis in unsere Ehen. Bis in unsere Beziehung zu unseren Kindern, der Kampf, der sich hineinzieht in unsere Gemeinden, unter den Gläubigen. Gott möchte, dass wir so sind wie er. Und er möchte vor allem eins. Und darum geht es auch in diesem Kampf. Und das wusste der Luzifer und später Satan. Gott möchte nämlich, dass wir ihn lieben,
wer er ist und nicht nur dafür lieben, dass er ist. Darf ich mal fragen, jeden, der heute Abend hier ist, lieben Sie Gott? Darf ich mal den Test machen? Brauchen Sie nicht schämen. Wer liebt Gott? Wer kann von sich behaupten, dass er Gott liebt? Darf ich fragen, warum Sie Gott lieben? Hat jemand den Mut zu antworten? Jemals darüber nachgedacht, warum Sie Gott lieben? Ich habe mir die Frage mal gestellt in aller Ruhe, als ich mal ganz allein für mich war. Warum liebe ich Gott? Liebe ich ihn dafür, dass er da ist und ein mächtiger Gott ist? Ich habe ihn zwar nie gesehen, aber ich glaube, dass er da ist und dass er der Schöpfer des Universums ist und dass er Macht hat und dass er der Gott ist des Himmels und der Erde. Liebe ich ihn deswegen? Oder liebe ich ihn deswegen, weil ich erkannt habe, wie er ist? Wenn wir verheiratet sind, würde uns das genügen, wenn wir wüssten, unser Partner liebt uns deswegen, falls man überhaupt dann noch von Liebe sprechen kann, er liebt uns und steht deswegen zu uns, weil wir verheiratet sind? Möchten Sie von Ihrem Partner geliebt werden, deswegen, weil Sie verheiratet sind? Oder deswegen, weil Ihr Partner Sie erkennt, wie Sie sind? Möchten Sie dafür geliebt werden, wie Sie sind?